Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch einen Ninja Turtle und zwar den Michelangelo machen. Für die Einzelteile wird es ein PDF geben, welches ihr in der Beschreibung findet. Und nun geht es los. Wir beginnen mit den Füßen. Dafür benötigt ihr diese Teile. Wir bringen nun das braune Stück auf das grüne. Legt die beiden Stücke beiseite. Nun geht es mit dem Körper weiter. Dafür benötigt ihr folgende Teile. Zwei müssen noch mit drauf und die beiden. Zuerst bringen wir nun das Stück auf das, die äußere Umrandung bekleben und in die Mitte bringen. Jetzt soll dieses Stück auf dieses Stück. Es rutscht eins rein, dass die beiden gelben darüber schauen. Beklebt auch hier wieder die Umrandung. Jetzt kommt das Stück auf dieses Stück, so dass es rechts bündig ist. Alles bekleben. Und darauf bringen. Gut andrücken. Nun bringt ihr erst einmal dieses Stück auf dieses. Legt das beiseite. Das braune auf dieses. Ihr werdet nun die Platte bekleben. Und das Stück darauf setzen. Jetzt kommt, legt ihr das erstmal beiseite. Jetzt soll dieses Stück auf dieses. Und zwar so, dass die einzelne Perle unter dieser Perle sitzt. Ihr werdet nun diese Platte alles bekleben. Und bringt das Stück darauf. Dreht es herum zum besseren Andrücken. Und zum Schluss haben wir noch dieses Stück. Ihr dreht das wieder herum
Und dieses Stück setzt ihr so darauf. Hier die ganze Platte bekleben. Und andrücken. Wieder herumdrehen. Jetzt nehmt ihr euch das Stück und das setzt ihr nun. Mir ist vorhin ein kleiner Fehler unterlaufen. Ihr müsst natürlich die Platte mit dem Gelb auf die Platte mit dem Braun setzen. Ich hatte es andersrum gemacht. Um es zu reparieren, macht einfach den Arm, brecht ihn einfach auf der Seite weg und setzt ihn dann auf diese Seite. Jetzt soll dieser Ring nämlich hier raufgebracht werden. Ihr werdet nun hier alles bekleben. Und das Stück darauf bringen. Alles gut andrücken. Und nun nehmt ihr euch dieses Stück wieder und setzt dieses auch darauf. Beklebt hier alles. Das Stück darauf setzen. So schaut es nun aus. Legt das Stück beiseite. Jetzt geht es mit dem Kopf weiter. Dafür benötigt ihr diese Teile. Wir bringen nun zuerst die beiden Teile miteinander zusammen, beklebt das Stück, setzt es in die Mitte, gut andrücken. Jetzt braucht ihr dieses Stück und das kommt darauf auch wieder in die Mitte. So, dass es von 1 nach innen rutscht und hier hinten ist es bündig. Nun folgt diese Platte. Das Stück kommt nun auch wieder darauf. Alles gut andrücken. Dreht das Stück herum. So soll es nun ausschauen. Jetzt habt ihr noch die beiden Stücke. Es wird nun das Stück auf dieses gebracht. Also das, wovon die zwei Perlen sind, auf das mit den vier. Und achtet darauf, dass die Streifen aufeinander liegen. Und klebt es so, dass das orangene Stück an der fünften Perle von links sitzt. Also nicht so rum, sondern so. Ihr werdet nun diesen Ring alles bekleben. Und setzt diesen darauf. Und das Stück
kommt jetzt auf euer anderes Geklebtes. Ihr klebt nur den grünen Ring. Und setzt das vorn bündig darauf. Gut andrücken. Ihr könnt es wieder drehen. Zum besseren andrücken. Jetzt habt ihr dieses Stück. Jetzt geht es mit den nächsten Teilen weiter. Das wäre nun diese. Wir kleben nun erstmal die alle fest. Das Stück bringt ihr nun auf dieses. Das rutscht eins nach hinten, so dass die Stücke aufeinander sitzen. Beklebt den Ring. Und darauf bringt. Hierauf soll nun dieses Stück hier auch bekleben, außer die beiden orangenen. Auch wieder darauf. So, das ist hinten auch wieder bündig übereinander sitzt. Dann folgt dieses Stück. Das sitzt nun mit auf den Orange. Ihr beklebt nun hier alles, außer die letzten drei. So, hier alles bekleben. Und das Stück darauf. Darauf folgt nun dieses Stück. Ihr beklebt jetzt das, außer diese äußere orangene Perle. So. Nun kommt diese Platte darauf. Diese rutscht auch wieder eins nach innen. Hier einfach die Umrandung bekleben. Und darauf bringen. Und zum Schluss noch dieses Stück. Das sitzt so darauf. Dass es vorn bündig sitzt. Die drei Perlen zeigen nach rechts und nach links und mit den zwei Perlen nach vorn und nach hinten. Der Kopf, das obere Stück auch fertig. Jetzt nehmt ihr euch das andere Stück und das sitzt nun so darauf, dass es auch wieder eins nach innen rutscht. Und hinten so, dass die Reihe da drunter sitzt, untereinander. Ihr beklebt nun hier das Stück und diese hintere Reihe. Also nur diese hintere Reihe. Und eins soll es reinrutschen. Und das genau aufeinander setzen.
drücken. Und fertig ist euer Kopf. Nun müssen wir das hintere Stück des Bandes noch fertig machen. Legt den Kopf erstmal beiseite. Für das hintere Stück braucht ihr diese Teile. Ihr befestigt nun zuerst dieses Viereck auf einem Dreierstück. Wie bei den Füßen. Einfach darauf setzen. Jetzt müsst ihr von einem Dreierstück auch wieder auf vier Perlen Leim. Bringt das Geklebte auch wieder darauf. So. Jetzt macht ihr auf den Würfel Leim. Und auch wieder das Dreierstück darauf bringen. So soll es jetzt ausschauen. Und nun nehmt ihr euch den Kopf, macht wieder auf vier Perlen Leim. Und nun bringt ihr das Stück unten an euer Band. Gut andrücken. So schaut es aus. Jetzt ist der Kopf komplett fertig. Legt ihn beiseite. Nehmt euch dieses Stück, für hier benötigen wir jetzt erst einmal diese Stücke. Ihr werdet nun das Grüne mit der grauen Perle auf diesen Arm bringen, macht auf das Braun Leim. Bringt dieses Stück auf das Braun. Nun soll hier ein Viereck drauf, ein grünes, auf die vorderen drei Perlen Leim, dieses Viereck, darauf setzen. Auf der anderen Seite kommt auch wieder ein Viereck. So. Jetzt wollen wir ihn die Waffen anbringen. Dafür braucht ihr wieder diese Teile. Zwei von den Viererstreifen, zwei orangene Perlen und sechs graue. Wir werden jetzt zuerst auf diesen Streifen eine orangene Perle bringen. Das war ein bisschen viel Leim. Auf das Orange folgen nun zwei graue. Das gleiche macht ihr jetzt ein zweites Mal. Auf den Streifen wieder eine orangene.
zwei graue. Jetzt nehmt ihr euch wieder den Körper. Diese beiden einzelnen kommen nun unter diese graue Perle. Unten dran. Auch auf der anderen Seite. Die Stücke kommen nun oben drüber. Das erste kommt nun so darauf. Ihr werdet nun auf die zwei grünen Leim machen, bei der rechten Seite, und diesen Streifen darauf setzen. Leim immer gleich entfernen, wenn es geht. Und jetzt den zweiten Streifen so rum darauf bringen. Also auch wieder auf zwei grünen Leim. Und wieder darauf setzen. Jetzt nehmt ihr euch den Kopf und dieser soll nun genau drauf sitzen. Ihr macht nun auf diesen Viererwürfel 4x4 macht ihr Leim und bringt auch den Kopf mit 4x4 Perlen darauf. Es schauen vorn und hinten zwei Perlen darüber. Jetzt nehmt ihr euch noch die Füße. Diese sollen nun rechts und links auf das Grün. Achtet darauf, dass ihr die Füße auch richtig herum anbringt. Mit dem Grün nach vorn. Mit den zwei Grünen, die überstehen. Und noch dieses Stück. Und nun wäre der Ninja Turtle fertig. Ihr könnt nun, wenn ihr das möchtet, also entweder ihr lasst ihn so, da er aber manchmal nicht stehen bleiben möchte, durch das Kopfstück hinten dran, könnt ihr euch auch ein Pizzastück bauen und die Figur darauf kleben. Wie, das ist euch überlassen, wie ihr ihn darauf bringt. Und darauf. Somit ist sichergestellt, dass er nicht umfallen kann. Und schon habt ihr euren Michelangelo fertig. Ich wünsche viel Spaß beim Nacharbeiten und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!